Ja, hallo zu Folge 2, wir tanzen in die Kamera, wieder bei dem Lokalsender Oskar am Freitag TV. Und ich hoffe, das mit dem langsamen Walzer vom letzten Mal hat ganz gut geklappt. Wenn nicht, könnt ihr euch den Clip ja auch immer wieder anschauen. Für heute haben wir uns einen zweiten Tanz ausgesucht und das ist der Boogie. Und um das zu Hause zu üben, sollten sich die Männer alle ein weibliches Tanzsportgerät zu ihrer Seite holen. Und das mache ich jetzt auch. Meine liebe Frau ist wieder mit dabei. Und wir zeigen euch gern den Grundschritt im Boogie. Wir haben hier eine sehr legere Tanzhaltung. Ihre rechte Hand liegt auf seiner linken Hand, sodass sein linker Daumen oben auf ist. Er beginnt mit dem linken Fuß, sie beginnt mit dem rechten Fuß einen Seitwärtsschritt. Hier kann ich ruhig die Schulter ein kleines bisschen mitnehmen. Dann übertrage ich das Körpergewicht auf den anderen Fuß, Schritt 2. Und jetzt tanzen wir beide ein Rück vor, er mit dem linken und sie mit dem rechten Fuß. Rück, vor. Und dann geht es von vorn los. 1, 2, Rück, vor. Das wird in einem bestimmten Rhythmus getanzt, und zwar lang, lang, kurz, kurz, lang, lang, kurz, kurz, lang, lang, kurz, kurz, lang, lang, kurz, kurz. Das könnt ihr jetzt auch wieder drehen und hier spielt es keine Rolle, ob ihr nach rechts oder nach links drehen wollt, so wie es euch am meisten Spaß macht. So, das ist der Grundschritt im Boogie. Den hat man natürlich auch sehr schnell drauf. Und dann kann man diese Schritte noch ein bisschen variieren, und zwar mit einem Swing-Out und Swing-In. Und das tanzt die Dame. Ich führe sie einmal an meine linke Seite und führe sie wieder zu mir zurück. Wieder an meine linke Seite und wieder zu mir zurück. Und dann tanzen wir im Grundschritt weiter. Jetzt kann man noch Folgendes machen. Ich tanze das Swing Out und wir tanzen nicht gleich wieder zurück, sondern wir tanzen in einen Flirt. Das war eben meine Schuld, weil ich bin derjenige, der führen sollte. Und jetzt hole ich sie wieder zurück. So, das Ganze zeigen wir euch jetzt einmal richtig. Sie tanzen in ein Swing-Out, wir bleiben an der Seite und tanzen den sogenannten Flirt. Man darf sich ruhig dabei auch mal anlächeln. Und ich hole sie wieder zu mir zurück. So, und das zeigen wir euch jetzt nach Musik einmal langsam zum Üben und dann noch einmal mit bisschen Tempo, da macht es mehr Spaß. Zuerst langsam. Ich glaube, das ist okay zum Üben, ein Übungstempo. Und jetzt das Ganze mal mit ein bisschen Power, ein bisschen schneller. Ganz wichtig beim Boogie, tanzt das bitte ganz locker im Knie und nehmt die Schulter ein bisschen mit. Musik. Oh,
lieb, das war der Boogie.